Der erste Ratschlag ist, tu immer das, was dir Spaß macht, denn nur dann bist du gut. Das ist, glaube ich, leicht zu machen. Der zweite, das ist der machbare, ist, versuche immer gut vorbereitet zu sein auf die Herausforderungen, die du erkennst. Und der dritte ist wirklich schwer, tu immer ein bisschen mehr, als du musst, denn da muss man den inneren Schweinehund bekämpfen. Die Visitenkarte hat zwei Seiten, der Name ist jeweils der gleiche, Thomas Birtel. Auf der Vorderseite steht die deutsche und auf der Rückseite die englische Version. Die Adresse in Wien ist auch immer gleich, nur die Dienstbezeichnung unterscheidet sich. Vorne steht Vorsitzender des Vorstands der Strabag SE und auf der Rückseite steht kurz und bündig CEO auf Englisch. Ich glaube, die meisten Menschen sind wie ich erfolgsmotivierte Typen. Ich bin jedenfalls einer und deswegen ist das Coolste für mich, gemeinsam im Team Erfolg zu haben. Das kann sich widerspiegeln in der Zufriedenheit von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das kann sich widerspiegeln in der Zufriedenheit von Bauherren oder auch von Aktionären. Und weil mein Job nicht ganz ohne Einfluss ist, kommt das doch hin und wieder einmal vor. Und deswegen mache ich den Job auch so gern. Einschränkungen gibt es in drei Bereichen. Das erste ist Zeit. Der Beruf erfordert viel Zeit. Es bleibt weniger für Familie, Sport und Hobbys. Das zweite ist Bequemlichkeit. Wenn man viel reist, dann muss man sehr beweglich sein. Das erfordert frühes Aufstehen, unter Umständen langes Wachbleiben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das dritte ist Verantwortung. Wer Verantwortung trägt, muss sich selbst beherrschen können und er muss aufpassen, was er sagt. Die Strabag ist ein Bauunternehmen, das heißt ein sehr dezentral aufgestellter Konzern mit Niederlassungen in ungefähr 30 Ländern, vor allen Dingen in Europa, 74.000 Mitarbeitern. Das kennzeichnet die Tätigkeit. Die Übersetzung CEO auf meiner Visitenkarte ist nicht ganz richtig. Ein CEO steht typischerweise ganz allein an der Spitze eines Unternehmens. Ich bin aber ein Vorstandsvorsitzender und bin der Erste in einem Kollegium, nämlich des Vorstandes. Und deswegen vergleiche ich meine Funktion gerne mit dem Bild eines Kapitäns. Der steht ja auch nicht alleine auf der Brücke seines großen Dampfers, sondern steuert das Schiff zusammen mit seinen Offizieren. Es ist aber schon so, dass er letztlich die Richtung vorgibt und ähnlich ist es bei mir. Ich sage dann zum Schluss schon, in welche Richtung der Konzern steuert. Und bei besonders kritischen Entscheidungen wird es auch so sein, dass ich vielleicht im Ernstfall die letzte Entscheidung treffen muss. Das klassische Instrument, Entscheidungen vorzubereiten, sind natürlich Aktenstudium und dann die Gespräche mit denen, die an der Entscheidung beteiligt sind und ein Interesse an der Entscheidung haben. Viele Meetings gehören zum Job und in diesen Meetings fallen dann auch idealerweise gemeinsam die Entscheidungen. Das Typische an meinem Job ist eben durch die Dezentralität des Unternehmens bedingt, das Unregelmäßige, vor allen Dingen das viele Reisen. Beim Bau kommt einen niemand besuchen, sondern man muss besuchen kommen. Das gilt sowohl intern wie auch extern. Man ist gut beraten, die eigenen Niederlassungen und Tochtergesellschaften vor Ort sich anzuschauen. Man ist vor allen Dingen gut beraten, sich bei Kundinnen und Kunden selber zu zeigen und auf die Baustellen zu gehen. Und von daher ist das Reisen und die Mobilität mit das Prägendste und gleichzeitig das, was es so schwer macht, einen typischen Arbeitstag zu beschreiben. Wie man meinem Tonfall ja anhört, komme ich aus Deutschland, bin in Deutschland im Bergischen Land aufgewachsen. Das ist ein Landstrich so in der Nähe von Köln, Düsseldorf, etwas südlich davon. Dort bin ich auch zur Schule gegangen, habe die Matura gemacht und dann in Bochum im Ruhrgebiet Wirtschaftswissenschaften studiert und auch mein Diplom gemacht. Ein bisschen ungewöhnlich war es dann vielleicht, dass ich meinen Doktor dann bei einem Steuerjuristen absolviert habe. Auch etwas ungewöhnlich war dazu, dass ich parallel zum Wirtschaftsstudium eine Ausbildung zum Dolmetscher und Übersetzer gemacht habe in Englisch und Französisch in Paris und in Schottland. Das war aber mehr ein Hobby und das habe ich nie beruflich ausgeübt. Von der Ausbildung an der Universität hätte es nahegelegen, dass ich Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater geworden wäre. Das hätte mich auch interessiert. Aber es war dann schon eine Weichenstellung, dass ich ein Angebot bekommen habe als persönlicher Mitarbeiter des Gesellschafters eines großen Industriekonzerns in Deutschland.
anzufangen. Dafür habe ich mich dann entschieden und bin dann nach den ersten Lehrjahren in das Industrieanlagengeschäft dieses Unternehmens, das war Klöckner & Co. in Duisburg, gewechselt. Und seitdem begleitet mich das Anlagengeschäft, das Großanlagengeschäft, wie eine rote Linie durch mein Berufsleben, und ich habe es auch nie wieder dran gegeben. Ich bin dann einmal gewechselt zu einem schwedischen Unternehmen und vor rund 20 Jahren dann zur Strabag AG nach Köln gewechselt. Das war eine schwierige Phase. In Deutschland herrschte die Baukrise, und so kam es, dass ich dann Ende der 90er Jahre zusammen mit meinem Unternehmen von Hans-Peter Haselsteiner und seiner Bauholding mit übernommen wurde. 2002 bin ich dann Vorstandsmitglied der Kölner Strabag AG geworden, damals wie heute die größte einzelne Tochtergesellschaft des Gesamtkonzerns. 2006 wurde ich nach Wien gerufen in den Konzernvorstand für den Hoch- und Ingenieurbau. Und seit Mitte dieses Jahres bin ich Hans-Peter Haselsteiner als Vorstandsvorsitzender nachgefolgt. Ja, es ist so, dass man heute sicherlich ein Studium absolviert, typischerweise, wenn man in eine Position wie ich kommt. Das zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir im Konzern, im Vorstand inzwischen nur noch Kollegen haben, die ein Studium absolviert haben. Etwas, was sicherlich unabdingbar ist für eine Konzernkarriere bei der Strabag, ist die langjährige Zugehörigkeit zum Unternehmen, weil man einfach das Unternehmen, Kolleginnen und Kollegen und das Geschäft auf die Weise am besten kennenlernen, weil es auch ein Motivationsfaktor ist, dass man weiß, man kann es im Konzern auch an die Spitze schaffen. Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen, langer Atem, all das sind Eigenschaften, die man im harten Baugeschäft dringend braucht.